Wie gut ist die erste Version vom Forte Series Texture Clay? Das Produkt kommt in einer weißen Umverpackung, welche ich von der Aufmachung erstmal sehr nice finde. Und was ich auch extrem gut finde, ist, dass wirklich wertvolle Informationen auf der Verpackung enthalten sind. Nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern tatsächlich auch Informationen, wie zum Beispiel, wie man das Produkt ganz genau im Detail verwenden soll. Und wenn man den Tiegel herausnimmt, dann bekommt man einen sehr wertigen, schwarz-weißen, matten Tiegel in die Hand, den ich auch sehr nice finde. Heißt, all in all haben wir hier wirklich eine gute Verpackung. Kommen wir zum Geruch. Das Produkt ist komplett geruchlos. Man kann sagen, vielleicht ein bisschen wachsartig, aber das war's. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, 25% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird geworben mit einem extrem hohen Halt, einem matten Finish und einer guten Textur. Schauen wir mal, ob das auch hier drin ist. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Meine Haare sind heute Morgen gewaschen worden mit Shampoo und Conditioner und das ist jetzt der trockene Zustand. Weiter geht's mit der Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist wirklich extrem hart. Kann man nicht anders sagen. Man hat wirklich tatsächlich sogar so ein bisschen Schwierigkeiten, das Produkt aus dem Tiegel herauszubekommen, aber genau so von der Konsistenz stelle ich mir so ein Heavy Hold Clay vor. Das Auftragen in die Hände ist dementsprechend nicht ganz so einfach und ich muss wirklich das Produkt extrem gut anwärmen, dass ich das Produkt überhaupt in meine Hände verteilt bekomme. Hier an dieser Stelle Verklumpungsgefahr. Man muss wirklich aufpassen, denn wenn man das Produkt nicht genügend anwärmt, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass man hier und da etwas Klumpen in den Händen hat. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare erstmal etwas angefeuchtet und wie immer ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet. Dann habe ich eine Föhnmischung dazu genommen und meine Haare erstmal in Richtung geföhnt. Und wie gesagt, das Verteilen des Produktes in die Hände war schon etwas schwierig. Gleiches war dann in den Haaren der Fall. Man muss wirklich das Produkt ordentlich in den Haaren verteilen, dass das wirklich auch rückstandslos in den Haaren drin ist und keine Klumpen entstehen. Aber ich muss sagen, ich konnte meine sehr widerspenstigen Haare sehr gut mit dem Produkt bändigen. Heißt, ich bin mit dem Produkt schnell an mein Endziel gekommen. Meine Nachhaarfrisur sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem extrem hohen Halt geworben. Ein Haarspray brauchte ich an dieser Stelle tatsächlich auch wirklich nicht mehr. Heißt, extrem hoher Halt passt. Kommen wir zum Finish. Auch hier muss ich sagen, ist genau das drin, was draufsteht. Wir haben hier ein schönes, mattes Finish. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also ich muss sagen, bei der Auswaschbarkeit hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Man braucht auf jeden Fall Shampoo, um das Produkt rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Aber das Produkt ist auch wirklich sehr, sehr hart. Kommen wir zum Preis. Ich habe hier die erste Version des Texture Clays von Forte Series. Das hat mich damals ungefähr 30 Euro gekostet und dafür hat man 100 Milliliter bekommen. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist auf jeden Fall für Leute geeignet, die sehr, sehr dicke Haare haben und die Probleme haben, ihre Haare in den Griff zu bekommen und zu bändigen. Und für Leute, die einfach einen sehr guten Halt haben wollen, nicht unbedingt ein Haarspray verwenden möchten und einfach ein schönes, mattes Finish wünschen. Ja, ich kann das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, aber genau nur für die Leute, die ich gerade gesagt habe und nicht für Leute mit feinen oder dünnen Haaren. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Forte Series Texture Clay bekommt 37 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.